Moin moin und herzlich willkommen zu Let's Play Super Mario RPG mit mir, John McCloud und der werden Tamiko-chan im Alternate. Jetzt bin ich wieder dran und ich muss ein großes Dankeschön an Tamiko-chan aussprechen, denn sie hat es endlich herausgeschafft. Wir sind fertig mit dem blöden Schiff. Ich will doch mal da gucken. Sie hat mich ausdrücklich darauf hingewiesen, dass ich die Kiste nicht benutzen darf, weil da Gegner oder so rauskommen. Und sie hat gemeint, ich kann raus. Und raus, im Sinne von hier raus? Bin ich mir gerade nicht sicher. Ich gehe einfach mal rausgucken. Ich will eigentlich raus. Ne, da war Tami schon überall. Also, hallo? Hä? Ach super, jetzt bekommen wir doch noch einmal Gegner von Latz. Hätte ich vielleicht doch nochmal in ihrem Part gucken müssen, wo es hier rausgeht. Denn wir haben den Stern. Wir sind hier im Grunde fertig. Und normalerweise gibt es hier immer so ein schnelles Exit eigentlich. Ich frage mich gerade, wo das... Ah, ich weiß, wo es ist. Ich bin hier falsch, ja. Jetzt erinnere ich mich. Ich habe mir den Part von der Werden-Tami natürlich angeschaut. Und ich vermute auch einfach mal, dass der Exit da ist, wo auch die Krake war. Und das war meines Wissens nach da, wo das Wasser eben war, wo ich vorhin geguckt habe. Dann ist sie zurückgeschwommen, um zu speichern. So oder so ähnlich war das doch, oder? Naja, ich muss nochmal gucken. Jetzt machen wir erst diese Gegner platt. Und ich habe mir viel vorgenommen. Ich wollte ja Froschmünzen farmen. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, das ist jetzt schon einige Parts her. Da habe ich einen sehr interessanten Shop gefunden, wo es richtige High-End-Items gibt. Und die will ich haben. Die werde ich offline größtenteils farmen. Ich muss mal gucken, wo das am besten geht. In irgendeiner dieser Minispiele da, wo wir bisher erlebt haben. Und dann werde ich auch mal die Gruppe wechseln. Und vermutlich in den nächsten zwei Parts dann mit der Story weitermachen. Mal gucken, wie es läuft. Jetzt aber erstmal den Gegner herkillen. Und gucken, dass wir hier rauskommen. So. Oh, das hat sich doch gelohnt. Hast du nochmal schnell ein Level bekommen? HP bitte, das ist bei ihr ganz wichtig. So, das hat sich gelohnt. Ich könnte jetzt natürlich sowas sagen wie, das war alles Absicht, aber nein, das war es natürlich nicht. Verdammt, sag mir bloß jetzt, dass ich da nicht mehr... Ah doch, läuft ja alles. Ach nee, komm, ja, geh mir nicht auf den Keks, Mario, echt nicht. Du Fake-Ding, du. So, also, jetzt sind wir wieder hier und ich hoffe, ich irre mich nicht, indem wie ich jetzt behauptet habe... Dass es rausgeht, indem wir das Wasser gehen und sonst wohin schwimmen. Kann ich tauchen? Ich muss so... Ach, was mache ich denn? Hallo, hallo, raus hier. Ich kann gar nicht tauchen. Okay, das heißt, vielleicht hätte ich mir... Moment, ja, kann ich da was machen? Hallo? Bin mal zu Hause? Nö. Okay. Strudel? Ah, ja. Ja, okay, alles klar. Lass mich in Ruhe, Fisch. Ich will hier nur durch. Ich will hier weg, ich will hier durch. Ich will raus aus dem Schiff. So. Da ist der Strudel. Kann der mich wieder nach oben befördern? Anscheinend nicht. Dann wollen wir darüber. Ach, fast. Fast hätten wir es geschafft. So. Ich habe früher bei den alten Marios übrigens Wasserwelten immer gehasst. Wie war das bei euch? Also ich habe es überhaupt nicht gemocht. Ach nee, ich will nicht kämpfen. Ich will jetzt nur hier durch. Ah ja. Du musst den Stern wirklich gewollt haben. Sorry, war kurz weg. Du musst den Stern wirklich gewollt haben. Jetzt hau ab, bevor ich es mir anders überlege. Ja. Mach ich doch glatt. Aha, das habe ich gesucht. Genau das Ding. Wir sind draußen, juhu. Ja, oh Mann, endlich. So, Piratenschiff. Jetzt eine Sache. Hä, das Meer? Das Meer, das Piratenschiff. Ach ja, vom Meer sind wir ja in das Piratenschiff gekommen. Jetzt mal kurz in die Küstenstadt. Ganz kurzer... Oh, was ist denn hier los? Der Stern, gut gemacht. Doch deine Reise endet hier. Du bist so leichtgläubig. Weißt du nicht, wer ich bin?
Nein, das wissen wir nicht, aber das werden wir gleich erfahren. Eine kurze Pause. So, weiter. Wer ich bin? Ich bin Jaridovic, Mitglied von Smithys Gang. Schockiert? Kein Wunder. Meine Imitation einer Durchschnittsperson war makellos. Deine Suche nach den Sternen hat Smithy besorgt. Bringe, sammle ich sicher Pluspunkte. So kommt man weiter. Es ist sinnlos, gegen mich zu kämpfen. Übergib ihn einfach. Vergiss es. So, willst du es also spielen? Was wäre denn aber wohl mit den echten Einwohnern Küstenstadts? Der echte Älteste, was macht ihr da? Nein, nicht das. Hört bitte auf. Au! Das ist ein ganz fieser Kerl. Ist es nicht eine Schande, für einen alten Mann so gekitzelt zu werden? Es ist sinnlos, gegen mich zu kämpfen. Übergib ihn einfach. Nein! Oh, jetzt gehen schon zwei hin und kitzeln ihn. Mein Gott. Nein, was wagt ihr nicht? Tut das nicht! Nein, bitte nicht dort! Aua! Ich kann das Spiel schon noch weiter treiben. Nennt mich einen Sadist, dass ich den armen Kerl durchkitzeln lasse, oder? Ich geb doch den Stern nicht her. Ich brauche diesen Stern. Oh oh. Oh Gott, der tut mir schon ein bisschen leid. Ihr könnt mich nicht so behandeln. Es ist echt fies. Das halte ich nicht aus. Wurde ich schon mal jemand zu Tode gekitzelt? Ich hoffe nicht, weil dann hätte ich wirklich ein schlechtes Gewissen. Ist es nicht eine Schande, einfach einmal so gekitzelt zu werden? So. Nein, was machst du jetzt, hä? Was machst du jetzt? Okay. Okay. Ich glaube, ich muss ihn geben, oder? Ja, ich sag da schon gar nichts mehr. Ach ja, ist von mir aus. Ah, wie blöde. Ich habe den Stern, ohne überhaupt meine Hände schmutzig zu machen. Ich bin so ein Genie. Kein Wunder, dass ich so wichtig bin. Okay, hört alle her. Wir kehren zur Burg zurück. Wir werden jeden Moment abgeholt. Abgeholt? Ihr werdet abgeholt? Wie, was, wo? Na, wie geht's dir denn, du armer... Zugesperrt. Ja, das hätte er auch früher machen können, oder? Man lernt manchmal echt zu spät, also... So. Die Klinge ist spät dran. Wo bleibt er nur? Wir müssen hier weg. Das ist der Spitze. Mario hat uns eingeholt. Wir können nur noch eines tun. Wir rosten vielleicht etwas, aber wir müssen wegschwimmen. Oh Gott, ich rieche ein Minispiel, oder? Nicht so schnell. Der Stern ist ein Geschenk an meinen Freund Mario. Ihr räudigen Hunde habt keine Ehrenkodex. Lauft über die Planke. Johnny, vielleicht sollten wir Mario die Ehre lassen, sie zu verkloppen. Gute Idee. Dann müssen wir unsere Tarnung ablegen. Gruppenformation. Oh oh. Schon wieder ein Endgegner. Oh oh. Ui, was geht denn hier? Jetzt sag mir bloß nicht, dass Nahkämpfer nicht gehen. Naja, gucken wir mal. Heilung, bitte. Eine Umarmung für... oder Therapie. Therapie ist, glaube ich... ja. Für Mario, bitte. Vielen Dank, sagt er da. Okay. Ja, dann rotzen wir mal alles drauf, was wir haben, ne? Den Ultrasprung zum Beispiel. Bam! Das war immer gar nichts. Dann mach ich lieber die Superflamme. Wasserexplos. Okay, geht ja noch. Giftgas oder Terror? Nee, ich glaube, du greifst mal normal an. Das hat bei dir immer mehr gebracht. Oh, war auch nicht so tolle. So, und jetzt machst du die Umarmung, weil das geht auf alle. Sehr schön. Dann probieren wir es doch mal mit der Superflamme. Was die so mit sich tut. Und ich speichere aus dem Grund, weil es sich gerne an dieser Stelle aufhängt. Nur zur Sicherheit.
Sollte ich im Kampf normal sterben, werde ich von dem Safe-State keinen Gebrauch nehmen. Nur im Falle eines technischen Desasters. Ein Desaster ist es auch, dass wir jetzt kaum Schaden gemacht haben. Also der Schaden ist sehr, sehr, naja, könnte besser sein. Was sagst denn du zu Giftgas? Steuerkreuz rotieren, okay. Ich hoffe, ich mache das richtig. Ach, herrje. Okay. Jetzt wird's langsam ein bisschen kritisch. Ich würde sagen, wir greifen stinknormal an. Weil der Skillschaden ist jetzt nicht gerade berauschend. Weder die Flamme noch der Sprung. Also normaler Angriff, bitte. Okay, der Abgrund macht nichts. Ui. Haha. Boah, hi. Jo, normaler Angriff. Bleibt uns nichts anderes übrig. Macht nämlich genauso viel Schaden wie sonstige Skills. Bam. Oh. Naja. Was will man von der Prinzessin erwarten? Dafür ist sie eine exzellente Heilerin. Trugbildangriff. Nö, oder? Als wäre der Kampf nicht eh schon langwierig genug, weil ich ihm kaum Schaden mache. Ich habe irgendwie so die Intention, den unteren anzugreifen. Oh, der kriegt mehr Schaden. Bedeutet das im gleichen Zug, dass er dann der falsche ist? Wahrscheinlich, oder? Der kriegt viel mehr Schaden. Und wie steht's mit dem oberen? Ah ja. Dann ist es wohl doch der obere. Dann bekämpfen wir weiter den Typ da oben. Mist, ich hätte mich heilen sollen. Verdammt. Ich hoffe, es ist noch nicht zu spät. Okay, wir stehen noch. Also, greif den da an. Yeah, sehr schön. Und Heilung. Ach komm, machen wir Heilung auf alle. Für was anderes brauchen wir die Blumenpunkte ja in diesem Kampf eh nicht. So, und weiter angreifen. Wir lassen uns nicht beirren und bekämpfen hoffentlich den richtigen. Ah, sehr schön. Haben nicht getroffen. Muss nur den kleinen Bowser heilen. Mit einer Therapie. Bowser hat eine Therapie dringend nötig. So. Okay, ich denke, so sind wir relativ sicher unterwegs. Naja, macht sich wieder zusammen, das finde ich sehr nett von dir. Um weitere Verwirrungen auszuschließen. Jetzt machen wir aber auch wieder gleich weniger Schaden. Na, egal. Alles drauf. Wieder sein Wasserexplos. Soll er ruhig, soll er ruhig. Kein Problem. Wir haben ja unsere super Heilerin. Zum Glück habe ich die Gruppe noch nicht gewechselt. Das mache ich erst nach diesem Kampf. Umarmung. So, Leute. Werden wir diesen Kampf hoffentlich schaffen, das seht ihr das nächste Mal. Beziehungsweise jetzt gleich, denn ich lade ja immer zwei zugleich hoch, wenn es wieder heißt Let's Play Super Mario RPG. Bis dahin.